Toll, dass Sie beim Schlagerspiel der Runde wieder mit dabei sind. Wir präsentieren diesmal ein Match aus der Oberliga Nord. Da wird die 12. Spielrunde ausgespielt und der Tabellenvierte, der SC Brugg, der trifft auf den Überraschungstabellenführer, auf TSV Leoben 2. Die Brugger haben ja 4-mal schon verloren in dieser Herbstmeisterschaft und das ist eigentlich genug. Heute soll ein Sieg her. Schauen wir uns das an. Wir haben einen ganz jungen Fan gesichtet. Für wen holst du heute? Für den SC Brugg. Für den SC Brugg? Hast du einen Lieblingsspieler vom SC Brugg? Naja, eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Spielst du selber auch Fußball? Ja, beim SC Brugg in der U13. Und wie geht's dir da? Ja, recht gut. Seid ihr vorne dabei? Ja, Vierter sind wir. Was glaubst du, wie wird dieses Match heute ausgehen, vom Resultat her? Ich sag 2-1 für Brugg. Brugg hat sich für dieses Match heute viel vorgenommen, will heute unbedingt einen Sieg. Leoben kann heute nicht auf die Kaderspieler der Regionalliga-Mannschaft, auf die Ersatzspieler zurückgreifen, denn Leoben spielt ja zur gleichen Zeit in Steyr. Das ist natürlich ein kleiner Vorteil für die Brugger. Brugg in Gelb-Blau hat Anstoß, das Match leitet Martin Grein aus Hof bei Straden. Man merkt's gleich zu Beginn, es entwickelt sich eine schnelle, kampfbetonte Partie. 10 Minuten gespielt, Spielstand 0-0, aber noch keine Torchance. In Minute 19, Angriff Leoben über Marcel Steiner. Cinzo Masovic stoppt den Stell Steiner mit Foul. Das gibt Gelb für Masovic und natürlich Leoben Freistoß. Distanz ca. 30 Meter. Nach Freistoßtrick trifft Patrick Kultesser zum 1-0 für die Leobler. Der Ball war leicht abgefälscht, der Freistoß nicht unhaltbar. Glückliche Führung der Gäste. Die Brugger stecken den Gegentreffer gut weg, versuchen es mit Angriff über Loderer. Loderer geht da durch, zieht in den Gästestrafraum, scheitert aber an Daniel Graf im Gästetor. Das Match bringt viel Abwechslung. Leobens junge Truppe, spielerisch stark drauf, setzt Brugg ganz schön zu. Leoben versucht's wieder. Gute Spielöffnung, guter Ball auf die rechte Außenseite. Scharfe Hereingabe zur Mitte. Brugs Abwehr steht nicht gut. Leitner rutscht aus. Grössing, der Leobenstürmer, bringt da noch einen guten Haken an und erwischt Ulrich im Brugg-Tor mit Schuss ins kurze Eck. Spielstand 2-0 für Leoben. Die Freude bei den Gästen natürlich ganz groß. Philipp Angerer vergibt da in der 39. Spielminute eine Chance für den Anschlusstreffer, rollt da daneben. In der 40. Spielminute kommt für Cinzo Masovic Christoph Gatschelhofer aufs Feld. Gatschelhofer setzt sich da gleich gut in Szene, macht da gleich ordentlich Dampf mit diesem Sturmlauf. Und das war's mit der ersten Hälfte. Mit der 2-0 Führung für die Leobner geht's in die Pause. Gute Partie beider Teams in der ersten Spielhälfte. Heute haben wir wieder eine interessante Publikumsfrage. Ich habe es ein bisschen auf die Torleute abgesehen. Ich habe selber mal im Tor gespielt. Ich suche 3 Ex-Torleute, große Namen, haben alle 3 im Nationalteam gespielt früher und alle 3 haben es beruflich zu was gebracht. Wen könnte ich da suchen? Boah, 3, alle 3. Ja. Ich habe gehört, Freidl war mal, das war ja eigentlich der bekannteste, nicht? Dann der Hotscher, glaube ich, und Paulitsch, die 3, glaube ich, muss man in Erinnerung sein. Ja, das ist richtig, da haben wir einmal die 3 Namen und Gernot Freidl hat ja beruflich im Moorboot den Direktor gemacht, das ist ganz klar, den Geschäftsführer. Dann die beiden anderen Torleute, der Paulitsch und der Hotscher, das sind 2 Richter, also 3 Top-Torleute haben es beruflich zu was gebracht. Sehr gut, freut mich für einer und freut mich für wieder, dass ich was kriege. Ja, recht schönen Dank. Brugg startet gut in die zweite Hälfte, nimmt den Hebel in die Hand. Die Defensive, die Schwachstelle der Brugger, nicht nur heute. Das merkt man auch bei diesem Gästeeinwurf. So leicht darf man es den Gästen nicht machen. Brugg versucht es mit der Vorwärtsbewegung mit Angriff und dieser Angriffsversuch wird erfolgreich abgeschlossen. Hannes Loderer trifft mit Schuss zum 1-2. Brugg somit wieder im Spiel mit diesem Loderer-Treffer in der 53. Spielminute.
Martin Lerchbacher spielt bei den Gästen eine starke Partie. Die Brucker geben nun richtig Gas, kommen dem Ausgleichstreffer schon nahe. Dicke Luft im Gästestrafraum. Die Gefahr für die Gäste noch nicht vorbei, die Kugel noch heiß. Nach Vergehen an Reiter gibt's Bruckfreistoß. Loderer versenkt den Freistoßball im Netz. Spielstand nun 2:2. Bruck hat in 5 Minuten aus einem 0:2 ein 2:2 geschafft. 3 Minuten später Freistoß Leum. Der Ball wird von links hoch in den Bruckstrafraum gehoben. Waltin Goyer steht da ungedeckt, drückt ein. Neuer Spielstand 3:2 für Leum mit kräftiger Mithilfe der Brucker. Bei dieser Aktion wollten die Brucker Elfer. Schiri Grein sagt, weiter geht's und hat recht. Für Georg Konrad gibt's in der 75. Spielminute nach Attacke an Waltin Goyer gelb-rot. Und natürlich Leoben-Freistoß. Glück haben die Gäste in der 81. Spielminute. Michi Wallner trifft mit schönem Freistoßheber das Lattenkreuz. Bruck hat die Abwehr entblößt, das ergibt im Finish zwei gute Gästemöglichkeiten, die bleiben aber ungenutzt. Die Gäste haben nun viel Zeit, 91 Minuten schon gespielt. Leoben führt noch immer mit 3:2. Die Leobener wechseln nochmal. Asil Emre kommt raus, verlässt aber zu langsam das Spielfeld, handelt sich die Gelbe ein und am Spielfeld zwecks Kritik sogar noch rot. Vrela Burin wurde eingewechselt. Ob diese Einwechslung zu Recht erfolgte, wird die Rustra entscheiden. Jedenfalls holt der Schiri nach 2 Minuten den eingewechselten Leoben-Spieler nach Publikumprotesten vom Feld. Bruck hat Protest eingelegt, man darf gespannt sein, was da rauskommt. Die Brucker versuchen in der Nachspielzeit alles, kommen noch zu Chancen. Der Ausgleich gelingt nicht mehr in dieser Partie. Gab's 8 gelbe und 2 gelb-rote Karten. Endstand Bruck gegen DSV Leoben 2:3. Freude bei den Leobnern, Enttäuschung bei den Bruckern. Gratuliere zu diesem Sieg in Bruck. Das war heute harte Arbeit, aber es war auch das nötige Glück dabei. Ja, absolut. Also das braucht man auch irgendwo, das nötige Glück. Aber ich finde, meine Mannschaft hat toll gekämpft, ist gelaufen bis zum Schluss. Man hat sich natürlich ein bisschen das Leben selber schwer gemacht. Aber unterm Strich mit so einer jungen Partie da in Bruck zu gewinnen, ist natürlich herrlich. Das Match war sehr abwechslungsreich und ich glaube, die Zuschauer, die sind voll auf ihre Rechnung gekommen. Ja, ich denke, ein schöneres Match für die Zuschauer gibt es da gar nicht. Wir haben von Anfang an versucht, dagegen zu halten, auch versucht, Fußball zu spielen. Und unterm Strich natürlich 3 Tore in Bruck zu schießen, ist natürlich herrlich und für unsere Fans natürlich umso schöner. Wir haben uns wieder mal selber geschlagen. Der SC Bruck hat wieder mal gegen den SC Bruck verloren. Es war jetzt das dritte Mal in dieser Saison und so kann man natürlich seine Ziele, die man sich zu Beginn der Saison gesetzt hat, natürlich nicht erreichen. Man ist zweite Halbzeit so toll ins Spiel zurückgekommen. In 5 Minuten hat man den Ausgleich erzielt, 2 Tore erzielt und gleich dann darauf wieder den dritten Treffer eingefahren. Ja, es war bezeichnet, wie gesagt, für unsere Saison. Ich sage jetzt einmal, wir haben so viele Gegentore wie die letzten Jahre nicht bekommen in dieser Meisterschaft. Und mehr wie die Hälfte gingen auf individuelle Eigenfehler zurück. Und solange man das nicht abstellt, wird man sehr, sehr schwer, dann ein Spiel zu gewinnen. Jetzt liegt man natürlich schon deutlich hinter Leoben. Ich glaube, 7 Punkte sind es. Es ist natürlich schon eine harte Sache, aber mit der 3-Punkte-Regel ist sicher noch eine kleine Chance drin. Ja, also aufgeben tun wir sicher nicht, weil es ist ja, die Saison ist noch lange. Nur man muss zuerst, habe ich gesagt, einmal diese Fehler abstellen und dann kann man auch schauen, dass man wieder zu Punkten beginnt. Und das Gute in der Oberliga ist heuer, dass es sehr ausgeglichen ist und jeder jeden schlagen kann. Das passiert auch Woche für Woche. Es setzt sich nicht wirklich eine Mannschaft vorne ab. Und da kann man ganz einfach dann auch sicherlich, noch wenn man ein bisschen einen Rückstand hat, die Chance wahren. Aber trotzdem muss man zuerst diese Dinge, die unsere Schwächen sind, sicherlich abstellen. Turbulent war ja die Nachspielzeit, da ist ja so richtig umgegangen. Zuerst hat man da wirklich noch 2 Sitzer gehabt, die hat man vergeben, aber dann war ein Spielerwechsel, der war nicht ganz in Ordnung. Wie hast du das gesehen? Ja, ich meine, was soll ich da dazu viel sagen? Der Spieler hat beim Ausgehen die gelb-rote Karte gekriegt. Er ist beim Wechseln, also wie er hinausgehen wollte, hat er die gelbe bekommen, dann hat er noch eine Kritik geübt, hat gelb-rot bekommen und trotzdem hat der Wechsel stattgefunden und dann nach 2 Minuten auf einmal wird einer vom Feld geschickt. Also
eine klare Fehlentscheidung vom Schiedsrichter. Und man wird sehen beim Verband, wie das behandelt wird, weil der SC Brugg wird sicherlich Einspruch erheben.